Hallöchen und herzlich willkommen auf diesem Kanal Limo Insel Zockt. Heute das versprochene Video. Ich erledige eure Aufgaben. Was ein Wunder. Ich bin wirklich... Ich weiß auch nicht. Also diese Aufgaben sind schon sehr gut geworden. Ich habe versucht, die zu kombinieren. Hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt, ja, ich weiß auch nicht, was das heißt. Wir haben jetzt 4 Aufgaben, die wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich muss erst mal gucken, wir hätten das eine jetzt schon erwischen können, nur das Problem ist einfach, tja, es ist gleich Champi und in 3 Minuten geht das leider nicht. Wir schauen trotzdem mal auf dieses Wettbewerbs, dieses hier, ich kenne mich damit immer noch nicht aus, so. Scheiße. Ach, um 14 Uhr ist erst ein Champi. Ich wollte eigentlich sagen, ich werde nebenbei ein bisschen Gold suchen. Wird aber nicht funktionieren, weil ich halt die Aufgaben machen muss. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht. So, wir hauen hier erstmal das Ding hin, falls ihr irgendwie sehen wollt, wie spät es ist. Ich habe es ein bisschen später aufgenommen aus Versehen. Ja, okay, wir fangen direkt mal mit dem ersten an. Und zwar, ziehe dir ein weihnachtliches Outfit an und reite auf einem Winterpferd durch die Gegend. Das werde ich auf jeden Fall machen. Schon abholen lassen. nebenbei, ich werde die Aufgaben versuchen gleichzeitig zu machen. So, was ich unter der Aufgabe verstehe, werde ich jetzt dann auch erledigen. Das heißt, ich muss erstmal ein Winteroutfit aussuchen. Das wird dauern. Und... ja, mittlerweile kann ich erstmal schon mal die nächste Sache zeigen, sagen, vorlesen. Und zwar ist das nächste von dieser Person. Ein Rennen in Klammern, zum Beispiel in Moorland, nur mit deiner schwachen Hand. Das passt perfekt. Das machen wir direkt nach dem Weihnachtsoutfit. Das heißt, Wir reiten dann mit dem Pferd da durch die Gegend, mit dem Weihnachtspferd. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das machen soll. Oh, gar nicht gut. Okay. Ich liebe das Pferd trotzdem irgendwie. Es sieht so geil aus. Keine Ahnung. Frag mich, was ich tun. Okay. Ja. Weihnachtsoutfit. Wird schwierig. Ja. Okay. Also sozusagen verbinde ich diese 4 Aufgaben mit allen Aufgaben sozusagen. Ist das verständlich oder habe ich das einfach kacke erklärt? Ich merke gerade, ich habe mein Trinken vergessen. Egal. Nächste Person. Warte mal. Ich nehme heute. Also die vorletzte Person. Und zwar eine Person hinterherreiten. Ja. Werde ich auch auf jeden Fall machen nach dem Moorland-Rennen. Ich werde 2 Rennen machen übrigens, das ist ein bisschen interessanter. Sobald ich diese Aufgaben mache, versuche ich nochmal diese Aufgaben, was diese Personen geschrieben haben, einzublenden, damit man es nicht vergisst. Also, ich hoffe es wirklich. Okay. Das letzte ist, reite ein Champi nur mit der Maus. In Klammern springen erlaubt, das Ganze aber nur mit einer Hand. Okay. Mhm. Perfekt. Ich weiß. Ich muss jetzt mal schauen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Winteroutfit habe. Autsch. Ich muss das alles hier... Ich sollte mal meinen Rucksack aussortieren, das ist peinlich. Wir sehen uns, wenn ich das Outfit fertig habe. Das hier ist das Outfit. Ich weiß jetzt nicht. ich werde auf jeden Fall noch die Haare machen. Ich habe auch so einen braunen Bart, also falls ich jetzt keine weißen Haare habe. Aber doch, obwohl ich müsste eigentlich weiße Haare haben, weil ich als Weihnachten war, habe ich mir weiße Haare gekauft, weil ich den Weihnachtsfilm spielen wollte. Ich nehme jetzt einfach die hier, weil die sind irgendwie schöner, obwohl sie nicht weiß sind. Obwohl ich eigentlich immer weiße gekauft habe. Ich glaube, es gibt keine weißen mehr. Okay, das war diese Aufgabe mit ziehe dir ein weihnachtliches Outfit an und reite auf Jorvik
reite auf einem Winterpferd durch die Gegend, so nicht auf Yorick. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt nicht gezeigt habe, wie ich die Sachen raussuche. Es ging aber einigermaßen schnell, deswegen ist es kein Problem. So, wir machen jetzt auf jeden Fall die nächste Aufgabe, und zwar ein Rennen, in Klammern zum Beispiel in Moorland, nur mit deiner schwachen Hand. Ich bin begeistert. Warte, wo sind die ran? Die sind da, okay. Ich merke jetzt schon, mit der Maus wird es schwierig. Das wird sehr schwierig. Vor allem mit dem Winterpferd hier. Curly Horse ist okay. Die werden sich auch alle denken, was hat die für Dritte. Wir nehmen auf jeden Fall die längsten zwei Rennen. Das ist einfach viel schlauer. Ich nehme, ich bin ganz ehrlich, also beim Schreiben, ich bin eher Rechtshänder und nicht Linkshänder, aber beim Zocken spiele ich mit beiden Händen. Also habe ich eigentlich keine schwache Hand, aber ich nehme jetzt einfach die linke Hand. Ja, weil es einfach so ist. Und ich sollte meine rechte Hand trotzdem weghalten. Ich kann jetzt schon nicht mehr. nur springen wird halt ein bisschen schwierig, weil ich habe das so verstanden, dass ich hier. Jetzt bin ich sprachlos. Ja, dass ich nur mit meiner schwachen Hand alles machen kann. Deswegen kann ich jetzt. Ich kann es schon machen, aber es wird schwierig, ja. Ach Gott, es ist so peinlich. Aber ich habe schon mal ein Winteroutfit, also macht es schon mal bereit. Der Winter kommt schneller, als ihr denkt. So. Ich finde es gut, dass man die Aufgaben gut kombinieren konnte. Es war nämlich so Outfit und Rumrennen und was weiß ich. Ich werde jetzt versuchen, so lange einer Person hinterher zu rennen, wie es nur geht. Wenn ich mir so denke, die Person merkt es nicht, so nach 5 Minuten oder so, ich will auch teilen, dann höre ich auf, dann bin ich genug der Person hinterher gerannt. Ich werde jetzt nicht unbedingt alles mitfilmen direkt, weil es wird schon anstrengend für mein Handy. ich sollte die App hier auch mal runterladen. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade laber. Eine schwache Hand ist so ein bisschen, denke ich auch nur so, warum benutze ich mich jetzt dafür, weil ich benutze es eigentlich, weiß ich nicht, wofür benutze ich das denn? Wir haben es geschafft. Gott, es wäre noch lustiger gewesen, hätte ich, sorry, dass ich so leise geworden bin, ich war kurz vom Mikrofon weg, dass ich noch Personen anschreiben müsste, das wäre richtig peinlich, ich sag's euch. Und das hier ist noch schlimmer, weil das ist einfach mit Springen. Danke. Ich mag euch alle sehr gerne, aber danke. Aber mit der Maus wird auch schwierig. Jedoch kann ich dann. Ich will eigentlich immer meine rechte Hand benutzen, aber ich muss meine schwache Hand benutzen. Das heißt, ja. Ich kann nicht mehr machen. Ich fühle mich so dumm, aber egal. Es ist schon Weihnachten. Es kommt erst noch Halloween eigentlich. Es dauert auch noch. Ach, es geht hier lang. Ups, tala. Boah, schwacher. Ich wusste es. Ich wollte gerade eben noch sagen, ja, es läuft bis jetzt richtig gut. Ich weiß auch nicht. Was ich davon halte, Champions sind gemein. Was für Champions? Wir müssen jetzt dann eine Stunde warten, deswegen, also wegen dem Champi. Aber wir müssen ja eh noch einer Person hinterherreiten, das heißt, es kann noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass die Aufnahmen jetzt nicht 20.000 Minuten dauern. Deswegen bin ich eigentlich ehrlich gesagt froh, dass ich nicht so viele Aufgaben bekommen habe. Also die Aufgaben laufen schon lang, deswegen ist das ganz gut. Wenn nicht, hätte ich eher mehrere Teile gemacht. Ich weiß auch selber nicht, was ich hier gerade da war, deswegen fragt mich einfach nicht. Aua. So eine ernste Frage. Wann geht eigentlich bei euch die Schule wieder los? Also, ich habe nicht mehr lange. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Es waren sogar zwei Rennen, nicht eins. Joa, ich suche mir jetzt erstmal eine Person.